darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer kleinen Runde zur Ausstellungseröffnung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Ausstellung EU Women, Frauen in der europäischen Politik, Erfolge, Chancen und Hürden. Eine Wanderausstellung. Für mich ist es eine ganz besondere Freude natürlich, nach, kann man sagen, einer zweijährigen Pause, eine solche Ausstellung eröffnen zu können. Die Ausstellung befindet sich nach Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow nun auch in Reinickendorf und kann bis zum 9. Juni 2022 hier angeschaut werden. Was möchten wir mit der Ausstellung auch deutlich machen? Das sind, Frau Dr. Klein, glaube ich, insbesondere zwei Themen, die uns wichtig sind. Das ist zum einen natürlich das Thema Europa. Wir haben heute den Europatag, den 9. Mai, ein ganz wichtiges Datum, glaube ich. Und zum anderen natürlich auch das Thema Frauen. Die Ausstellung selber, hoffe ich, wird das ein oder andere interessante Moment für Sie haben. Ich freue mich darauf und darüber, dass wir das nach Reinickendorf bringen konnten. Frauen im EU-Parlament verzeichnen mit dem derzeitigen 9. Parlament einen historischen Höchststand. Reicht noch nicht, aber von 1979 bis 1984 lag der Frauenanteil bei gerade mal 15%. Aktuell liegen wir erfreulicherweise bei 39,40% von insgesamt 705 Abgeordneten. Ein Blick auf die einzelnen Fraktionen im EU-Parlament zeigt, dass der Frauenanteil ungleich verteilt ist. Die Grünen reißen als erste Fraktion im EU-Parlament die Ziellinie ein. Mit 39 Frauen und 37 Männern übernehmen die Grünen, / die Europäische Allianz, das sind unabhängige Abgeordnete, VertreterInnen staatenloser Nationen und benachteiligte Minderheiten, den Spitzenplatz ein. In allen übrigen Fraktionen sind weniger als die Hälfte der Parlamentarier weiblich. Also, es tut sich etwas. Aber ist damit alles gut und zufriedenstellend? Wie sieht es aus mit der Verantwortung von Frauen bei der Übernahme von Top-Themen? Frauen in der europäischen Politik nehmen langsam Fahrt auf. Zum ersten Mal steht mit Ursula von der Leyen eine Frau an der Spitze der Europäischen Kommission. Und sie hat in der Kommission für eine ausgewogene Geschlechterverteilung gesorgt. 12 Frauen und 14 Männer gehören der Kommission an. Und mit der Leitung der EZB, der Europäischen Zentralbank durch Christine Lagarde, ändert sich auch langsam die Dominanz bei der Vertretung in Top-Positionen der Zentralbanken und Finanzministerien. Diese Frauen stellen unter Beweis, dass sie fähig sind, auf der politischen Bühne ihren Platz einzunehmen und bereichern mit ihrem Blick die Ausgestaltung politischer Themen. Trotzdem sind nach wie vor Instrumente der Quotenregelung notwendig, um Frauen an vielen Stellen den Einstieg in Führungspositionen auch in der Politik zu ermöglichen. Es ist kein Makel, eine Quotenfrau zu sein. Es ist derzeit nur ein Zeichen, dass die Frauen noch nicht selbstverständlich in den Zentren der politischen Macht angekommen sind. In Deutschland sind knapp über 50% der Menschen weiblichen Geschlechts, entsprechend knapp unter 50% männlichen Geschlechts. Die Sozialisation und Lebenslagen von Frauen und Männern unterscheiden sich deutlich voneinander. Denken Sie an die Erziehung von Mädchen und Jungen, die Berufswahl, die entsprechenden Einkommen. Denken Sie an die Kindererziehung und die Care-Arbeit im Haushalt. Denken Sie an häusliche, partnerschaftliche Gewalt, an Altersarmut. Denken Sie an Alleinerziehende und vieles mehr. Die Unterschiede in der Betrachtung liegen deutlich auf der Hand. Können Männer die Interessen von Frauen vertreten? Können Männer die Lebens- und Problemlagen von Frauen einschätzen? Ich denke, Sie sind mit mir einer Meinung, dass das nicht oder nur selten funktionieren kann. Selbst der empathischste Mann kann doch platt gesagt nicht ermessen,
was eine Schwangerschaft für eine Frau bedeutet, zumal eine ungewollte. Oder ganz profan, was es bedeutet, als Frau auf der Suche nach einer öffentlichen Toilette, um sich zu erleichtern, zu verzweifeln. Umgekehrt ist es doch ebenso. Kann eine Frau Politik für Männer machen? Ebenfalls eher nicht. Das macht doch klar, warum es notwendig ist, dass politische Entscheidungen und Gesetze unter Beteiligung beider Geschlechter herbeigeführt werden müssen. Ihr da oben, wir da unten. Warum ist es notwendig, die Verbindung zwischen politischen Spitzen und der Bürgerin und dem Bürger nicht abreißen zu lassen bzw. aufzubauen? Politik kann nur gut funktionieren, wenn Menschen gehört und mitgenommen werden. Wie kann Politik, ob Kommunal-, Landes- oder Europapolitik, gut klappen, wenn es zwischen unten und oben keine Verbindung, keinen Dialog, keinen Austausch, kein Miteinander gibt? Wenn ich als Bürgerin gefragt werde, was meine Themen, Probleme, Wünsche, Erwartungen und Visionen sind, dann fühle ich mich angesprochen. Nein, weit darüber hinaus. Ich fühle mich ernst und mitgenommen. Und im besten Fall führt das auch zum eigenen Engagement für eine Sache oder ein Thema. Meines Wissens ist heute am Europatag, der für Frieden und die Einheit Europas begangen wird, genau der Tag, an dem die BürgerInnenvorschläge aus den Foren der letzten Monate an die Spitzen der EU weitergegeben werden. War das notwendig? Ich finde ja. Ist das gut? Ich finde ja. Wir brauchen Transparenz, Politik auf Augenhöhe und das gemeinsame Miteinander. Vielen herzlichen Dank. Diese Ausstellung ist auch der Endpunkt unserer Initiative, unserer Reinickendorfer Initiative zur Konferenz zur Zukunft Europas. Und diese Zukunftskonferenz, die ist genau vor einem Jahr gestartet worden von der Europäischen Kommission, nämlich am 9. Mai 2021. Und Herr Brockhausen hat es ja auch schon gesagt, seitdem hatten die Bürgerinnen und Bürger Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und zu gucken, wie sie Europa mitgestalten wollen. Das konnten sie auf eine verschiedene Art und Weise. Einmal über eine mehrsprachige Plattform, wo man einen Online-Beitrag einreichen konnte oder auch mit anderen seine Ideen diskutieren durfte. Oder über verschiedene Veranstaltungsformate. Man konnte selbst eine Veranstaltung machen, initiieren, oder man hat sich eben an welchen beteiligt. Auch die Themen waren ganz breit gefächert. Es gab nicht nur das Thema Frauen, es gab auch das Thema Klimawandel und Umwelt, es gab das Thema Wirtschaft, Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, digitaler Wandel, Demokratie, Migration, bis hin zu Bildung, Kultur, Jugend, Sport und Gesundheit, um nur einige zu nennen. Wichtig ist jedoch, dass aus diesem Diskussionsprozess nichts verloren geht. Alle Aktivitäten und Ideen wurden während der gesamten Konferenz auf dieser digitalen Plattform gesammelt, analysiert, überwacht, veröffentlicht. Sie war sozusagen die zentrale Anlaufstelle der Konferenz. Das Land Berlin hatte 2021 auch seine Initiative zur Beteiligung gestartet an dieser Konferenz und mehrere Formate gestartet. Es trafen sich mehrere Akteure in Berlin zu einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch und eben auch dazu, gemeinsame Aktivitäten zu planen. Im Rahmen dieser Projektreihe Hier jetzt Europa, Berliner Stimmen zur Zukunft Europas, konnten Bürgerinnen auch abstimmen, worum sich Europa in Zukunft stärker kümmern soll. Von den 4 vorgegebenen Themen wurden am meisten für soziale Gerechtigkeit gewotet, gefolgt von Klimaschutz, Integration geflüchteter Menschen und Gleichstellung. Geschlechterspezifische Unterschiede bei der Bewertung der einzelnen Themen sind vor allem in der Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen zu beobachten. Dort stand bei den Männern die soziale Gerechtigkeit an erster Stelle, bei den Frauen war es eher die Integration geflüchteter Menschen und der Klimaschutz. Nach der letzten Wahl in Berlin haben wir auch gesehen, dass der Frauenanteil in der Politik steigt, im Bezirk, im Senat und auch im Abgeordnetenhaus, auch wenn wir das Ziel noch nicht ganz erreicht haben. Was liegt näher, verstärkt auch Frauen zu beteiligen, wenn es um Politik geht, wenn es um die Gestaltung der Zukunft Europas geht? Und man wird sich die Frage stellen, ist die Zukunft weiblich? Welche Wünsche und Erwartungen haben Frauen an die EU? Ansonsten danke ich Ihnen für Ihr Kommen.
wünsche der Ausstellung in den nächsten 4 Wochen viele interessierte Besucherinnen und Besucher und vielleicht dann auch den einen oder anderen, der in die Politik geht als Frau.